In diesem Video wird vorgestellt, wie die kombinierten Methoden Kartenabfrage und Clustern technisch umgesetzt werden können. Um eine Wissenssammlung rund um ein Thema, ein Problem oder eine Fragestellung zu erstellen, bietet sich beispielsweise die webbasierte Plattform unco.de an, auf der Ideen anonym und datenschutzkonform gesammelt bzw. visualisiert werden können. Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, mit einem digitalen Endgerät unabhängig vom Betriebssystem und ohne Notwendigkeit eines Benutzerkontos Zugriff auf eine gemeinsame digitale Tafel zu erhalten. In der Vorbereitung definiert die Lehrkraft durch Anklicken des gelben Kreises die Methode, in diesem Fall die Kartenabfrage und die Aufgabenstellung. In diesem Fall eine Diskussion über die Verwendung von Mobiltelefonen im Unterricht. Je nach Aufgabenstellung lassen sich optional Antwortmöglichkeiten voreingrenzen, unterstützt jeweils durch farbliche Zuordnung. In diesem Beispiel werden die Schülerinnen und Schüler gebeten, Argumente für bzw. gegen die Verwendung von Mobiltelefonen im Unterricht zu sammeln, wobei jede Position eine gewünschte Farbe erhält. Unabhängig von der farblichen Eingrenzung erhalten die Schülerinnen und Schüler dennoch immer die Möglichkeit, alle 6 zur Verfügung stehenden Farben für das Erstellen ihrer Karten zu nutzen. Um den Zugriff auf die Ergebnisse einzuschränken, besteht die Möglichkeit, ausschließlich für den Lehrerzugang ein Passwort zu vergeben. Anschließend wird der Zugang zur digitalen Tafel durch Anklicken des Feldes Erstellen freigeschaltet. Informationen über den Zugang zur digitalen Kartenabfrage können den Schülerinnen und Schülern auf 3 Wegen mitgeteilt werden. Die Lehrkraft kann den Schülerinnen und Schülern den Hinweis geben, dass sie unter der Adresse www.onco.de den oben stehenden Code eingeben können, in diesem Beispiel VH6R. Alternativ kann der dargestellte Link kopiert und mit der Lerngruppe geteilt werden. Zusätzlich wird beim Erstellen der Kartenabfrage automatisch ein QR-Code generiert, der von der Kamera eines Endgerätes gescannt werden kann und die Schülerinnen und Schüler ebenfalls direkt zur Kartenabfrage führt. Durch Klicken auf das grüne Feld Los geht's erhält die Lehrkraft nun Zugang zur digitalen Tafel. Diese ist anfangs selbstverständlich noch leer. Die Symbolleiste mit diversen Einstellungsoptionen befindet sich dezent verborgen am rechten unteren Bildrand. Die Lehrkraft kann unter anderem das Senden neuer Karten an die digitale Tafel vorübergehend oder permanent deaktivieren, einzelne Textfelder mit Überschriften erstellen, Pfeile zwischen Karten bzw. Kartengruppierung ergänzen, alle Ergebnisse mit einem Klick löschen, die Ergebnisse als Bilddatei abspeichern, Karten aus einer anderen Abfrage unter Eingabe des entsprechenden Codes hinzufügen oder ein Duplikat der Abfrage erstellen. Im eingeblendeten Fenster siehst du nun aus der Schülerperspektive, wie die erste Zugangsoption der Eingabe des Codes auf der Internetseite www.onco.de auf einem digitalen Endgerät genutzt wird. Unser Code lautet VH6R. Wichtig ist hierbei, dass Schülerinnen und Schüler nach Eingabe des Codes das grüne Feld SchülerIn auswählen. Das Eingabefeld für Schülerinnen und Schüler ist übersichtlich und auch auf kleinen Bildschirmen problemlos nutzbar. Am oberen Bildschirmrand wird die Kartenfarbe bestimmt. Der Hintergrund entspricht der jeweils aktuell ausgewählten Kartenfarbe. Es kann nun passieren, dass Schülerinnen und Schüler vergessen, die vorgegebenen Farben Rot
oder Grün auszuwählen und aus Versehen die voreingestellte Farbe Gelb verwenden. Die Lehrkraft kann die Farben auch später an der Tafel noch verändern. Mehr dazu gleich im Anschluss. Im großen weißen Textfeld können entsprechend der vereinbarten Regeln beispielsweise Schlagworte mit der Tastatur eingegeben werden. In diesem Beispiel gibt ein Schüler oder eine Schülerin ein Argument für die Verwendung von Mobiltelefonen im Unterricht ein, vergisst jedoch die grüne Farbe auszuwählen. Durch das Klicken auf das Feld auf den Stapel wird die Bearbeitung der Karte abgeschlossen und nur für den Schüler bzw. die Schülerin sichtbar angezeigt. Die Karte wird jedoch noch nicht an die gemeinsame digitale Tafel gesendet. Auch Rechtschreibfehler, wie in diesem Beispiel, können von der Lehrkraft später an der Tafel noch verändert werden. In diesem Beispiel wird jedoch die korrekte grüne Farbe ausgewählt. Nun folgen einige Argumente gegen die Verwendung in Rot. Nachdem mehrere Ideen gesammelt wurden, gibt es zwei Möglichkeiten, die Karten an die digitale Tafel zu senden. Einerseits lassen sich einzelne Karten durch Drücken des Raketensymbols einzeln absenden, wie zum Beispiel hier bei dem Beispiel stört den Unterricht. Die Karte erscheint jetzt einzeln an der Tafel. Andererseits können durch Drücken des Feldes alle an die Tafel alle Karten gleichzeitig gesendet werden. Die Lehrkraft bzw. ein moderierender Schüler oder eine moderierende Schülerin kann nun durch den Lehrerzugang Änderungen vornehmen. Neben der Neuanordnung der Karten durch Verschieben lassen sich auch Kartenfarbe, wenn die zum Beispiel falsch ausgewählt wurde, bzw. Kartentext verändern. Beispielsweise, wenn Fachbegriffe nicht korrekt verwendet oder, wie auch in diesem Beispiel, Rechtschreibfehler begangen wurden. Um die Rechtschreibfehler zu korrigieren, klickt man auf die Karte, wählt den Stift aus und ist dann in der Lage, den Text zu korrigieren. Das Ganze schließt man durch Enter ab. Die falsche Farbe kann man korrigieren, indem man auf die Karte geht und vorne die entsprechende korrekte Farbe anklickt. Man kann auch alle Karten gleichzeitig auswählen, indem man ein Rechteck zieht um die Karten und so kann man mehrere Karten gleichzeitig verschieben. Nun fügen wir noch ein paar weitere Begriffe hinzu, wie zum Beispiel ein anderer Schüler oder eine andere Schülerin das auch im Unterricht machen würde. Wie man nun erkennen kann, werden Karten gleicher Farben
automatisch in bestimmten Bereichen der digitalen Tafel angeordnet. Dies sollte man im Vorfeld bei der Organisation der Kartenabfrage berücksichtigen. Zudem unterstützen die Werkzeuge unten rechts beim nächsten Schritt des Clusterns dabei, die Kartensammlung in eine sinnvolle Ordnung zu bringen. Sinnhafte Zusammenhänge können entsprechend der Zuordnungswünsche der Gruppe einerseits durch das Hinzufügen von Oberbegriffen dargestellt werden. Überlappende Karten können übersichtlich verteilt werden. Und mit der Pfeiltaste unten rechts können beispielsweise auch Beziehungen zwischen Karten oder Kartengruppierungen sichtbar gemacht werden. Aufgrund der eingeschränkten Übersichtlichkeit ab einer gewissen Kartenanzahl lässt sich die Kartenabfrage auch in Kleingruppen durchführen. Entsprechende Gruppenergebnisse können einerseits im einzelnen Browserfenster individuell dargestellt werden. Oder nach entsprechender Eingabe des jeweiligen Abfragecodes problemlos in eine ausgewählte digitale Tafel importiert werden. Hierzu wählt man in der rechten unteren Symbolleiste das Importfeld aus und gibt den entsprechenden Abfragecode der digitalen Tafel der einzelnen Gruppe ein. Nun werden die Karten der anderen digitalen Tafel importiert. Man erkennt Karten unterschiedlicher Tafeln anhand der unterschiedlich farbigen Schatten. Überflüssige Titel können entfernt werden, indem man auf das Papierkorb-Symbol klickt. Nun importieren wir noch eine weitere digitale Tafel. Und nachdem abschließend die Karten in eine sinnvolle Ordnung gebracht wurden, erfolgt die abschließende Ergebnissicherung durch Abspeicherung als Bilddatei. Hierzu klickt man unten auf das Bildsymbol in der rechten Symbolleiste und das Bild wird automatisch heruntergeladen.